Hallo, herzlich willkommen. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute mit einem schon sehr, sehr wichtigen Anliegen an euch, und zwar auch sehr viel an Frauen, zum Teil natürlich auch zwischenzeitlich an Männer. Und zwar im Moment, in den letzten Jahren, verfolgen wir das Netz und das World Wide Web. Und da gibt es natürlich schon so einige, die mir das Ganze, was ich hier tue, was ich hier anbiete, natürlich auch nachmachen. Und da fällt mir auf, dass natürlich viele, die sich jetzt hier im Online-Coaching-Bereich aufhalten, Empfehlungen an Menschen aussprechen, wie sie sich ernähren sollen, wie sie trainieren sollen. Und da sind zum Teil die Angaben zum Training völlig überzogen, was die Intensität anbetrifft, was die Häufigkeit anbetrifft. Da wird keinerlei Rücksicht genommen aufs Individuum, auf die individuelle Person, weil natürlich hinter der einen oder der Plattform nicht derjenige tatsächlich sitzt und das Ganze bewertet, was er da tatsächlich empfiehlt, sondern es ist automatisiert, es wird über die Plattform generiert über die Plattform, und so werden hier pauschal Ernährungspläne rausgehauen für Menschen, die 1,50 Meter sind und 45 Kilo wiegen, die kriegen den gleichen Ernährungsplan wie 1,80 Meter und 85 Kilo, und so wird hier pauschal natürlich im Publikum behandelt. Und das ist nicht richtig so, weil das weder mit Coaching noch mit Personal Training noch mit sonst irgendwas zu tun hat, sondern hier wird's natürlich nur, geht es nur darum, Erfolge einzufahren. Und zwar Erfolge im folgenden Bereich. Klar, es werden natürlich hier Vorher-Nachher-Bilder gemacht, was ich schon seit 2008 praktiziere, haben natürlich meine Mitkonkurrenten und meine Mitbewerber natürlich auch übernommen, was auch schön so ist. Aber ganz klar, spektakuläre Bilder sind immer der dicke oder das dicke Mädchen, der dicke Junge, der natürlich extrem definiert ist. Mit dem lässt sich natürlich extrem viel und viel, viel schnell Geld verdienen bzw. viel Kundschaft anwerben. Deswegen wird hier zum Teil bei vielen Plattformen gnadenlos die Sense eingesetzt. Menschen, die überhaupt keinen Bezug zur Ernährung haben, überhaupt keinen Bezug zum Körper haben, werden hier natürlich ganz klar durch tolle Bilder gelockt und durch ein tolles Versprechen gelockt, und entsprechend dessen befindet sich der ein oder andere relativ schnell in der sogenannten Stoffwechselfalle. Und dies bedeutet, dass es da sogar teilweise Menschen gibt, die hier erkranken. Da es teilweise auch Fälle gibt, wo man dann in den Foren derjenigen nachlesen kann, dass hier Menschen gibt, die im Krankenhaus gelandet sind, weil sie definitiv das gesamte System überzogen haben, weil sie definitiv eben einfach kalorientechnisch zu weit runtergefahren sind, weil sie definitiv im Verhältnis zu viel Sport betrieben haben, keine Regenerationszeit mehr gehabt haben und jetzt kommt's, natürlich auch viel zu wenig Energielieferanten zugeführt haben, weil hier natürlich ganz klar pauschal No-Carb gearbeitet wird. Und da führt es dazu, dass natürlich Menschen hier zum Teil kollabieren, zum Teil umfallen, zum Teil natürlich hier auch auf lange Sicht gesehen sich den Stoffwechsel ruinieren. Und genau aus diesen Gründen ein Appell auch an diejenigen, die sowas unterstützen, beziehungsweise natürlich auch zum Teil dahinter stecken. Man muss sich manchmal, oder man sollte sich über seine Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen natürlich auch ein Stückchen bewusst sein und natürlich auch hier vernünftig umgehen. Das ist einmal für die Verantwortlichen. Und einmal eine Bitte an Menschen, die natürlich klar Wünsche haben, die natürlich klar diese Wünsche schnell erfüllt haben möchten, die natürlich auch eben sensibel sind, solche Werbungen aufzunehmen, solche Werbungen umzusetzen. Bitte, ihr habt ein sogenanntes Biofeedback. Euer Körper spricht mit euch. Und unabhängig von dem, was ein Mensch zu euch gesagt hat, der mag auch vielleicht Ahnung haben, vielleicht auch keine Ahnung haben, das ist völlig wurscht. In der Regel sitzt er gar nicht hinterm PC und bearbeitet tatsächlich eure Daten. Ihr müsst ein bisschen auf euren Körper hören und euer Körper spricht mit euch. Und wenn es euch schlecht ist, wenn es euch schwindelig wird, müsst ihr ins Training gehen. Dann muss ich autoregulativ auch mal eine Pause einlegen. Wenn mir mein Körper tagelang sagt, ich bin müde, ich bin matt, ich bin tot, ich bin leer, ich kann fast nicht mehr gehen, mir wird schwindelig beim Aufstehen, ich habe Gleichgewichtsstörungen, ich habe Schweißausbrüche, dann ist das ein Signal eures Körpers, der hier mit euch spricht, und zwar laut und deutlich, und zwar richtig deutlich. Und dann sollte ich auch als vernünftiger, erwachsener Mensch darauf reagieren und nicht hier sinnlos, hirnlos in eine Sackgasse rennen, die natürlich dazu führt, dass ihr euch zum Teil wirklich hier entsprechend ruiniert und es sogar bei vielen Menschen zu Essstörungen führen kann. Und genau aus diesen Gründen sollte jeder Mensch so erwachsen sein und so vernünftig sein und eben natürlich auch ein Stück weit auf seinen Körper hören können und natürlich auch ein Stück weit hier ganz klar autoregulativ arbeiten und lernen, sein Biofeedback auszulesen. Es ist mir ganz wichtig,
Ich bin selber Coach und klar, man steckt natürlich nicht immer zu 100% drin, dass da so Personen auch selbst nicht treiben und die es nicht selber übertreiben, was die Menge und was natürlich auch die Art des Sportes, die Intensität des Sportes anbetrifft, da steckt man nicht drin. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass natürlich recht pauschale Aussagen getroffen werden für querbeet, alle Größen, alle Stoffwechseltypen, alle Berufsgruppen und genau das kann eben in die Sackgasse führen. Deswegen seid aufmerksam, hört auf euren Körper, hört auf euer Biofeedback und trainiert bitte autoregulativ. Autoregulativ heißt und bedeutet, hört auf euren Körper, er spricht mit euch, er sagt, was er tun, was er lassen sollt. Und denkt dran, ihr müsst nicht in 6 und 8 und in 10 Wochen Rekorde reißen, ihr habt Zeit dafür, ihr seid noch jung. Also, und merkt euch eins, folgendes, schnelle Ergebnisse, schnelle Dinge, die schnell kommen, die gehen auch schnell wieder. Nur langfristige Maßnahmen machen natürlich auch Sinn, deswegen arbeitet langfristig, denkt langfristig und setzt eure Ziele nicht zu knapp und nicht zu kurz. Das ist Stress hoch 3, das braucht kein Mensch. Das war's, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Bitte nehmt Acht, seid vorsichtig, geht behutsam mit euch um, ihr habt Zeit.